So, willkommen zu einem weiteren TechView Vlog. Es geht wieder, wie ihr unschwer erkennen könnt, um das HP Spectre X360. Ich möchte so ein kleines Update machen und ihr seht mich vielleicht auch in dieser spiegelnden Form. Es ist also immer noch ein ziemlich glänzendes Display, aber man kann es gut ablesen, wenn man davor sitzt und sieht sich nicht immer so selber. Auf dem Video scheint das wohl ein bisschen was extremer zu sein, als wenn man wirklich davor sitzt. Da sieht man das tatsächlich nicht so extrem. Vielleicht auch aus dem Blickwinkel, der ein bisschen anders ist, weil man etwas höher sitzt und auf das Display schaut. Ja, ich bin jetzt hier wieder in dem Startmenü, in dem Bootmenü und möchte erstmal ins BIOS reingehen, um euch zu zeigen, dass ich dort eine der nervigsten Sachen, die HP so standardmäßig ausliefert, ausgeschaltet habe, neben dem eingeschalteten Secure Boot und UEFI und ohne Legacy Mode. Unter Configuration gibt es dort eben Action Keys Mode und das habe ich jetzt abgeschaltet, weil wenn es eingeschaltet ist, dann werden die F-Tastenreihe quasi ausgeschaltet und nur die Funktionen dieser Tasten aktiviert, die draufgedruckt sind, wie lauter, leiser, Play Pause, Airplane-Modus, also Flugzeugmodus, Bildschirmhelligkeit hoch und runter drehen. Und das mag ich nicht so, weil ich doch lieber meine F-Tasten verwenden möchte, beispielsweise um mein Lieblingsterminal, ja Quake, aufzurufen mittels der F12-Taste. Und ich möchte da nicht immer noch eine Funktionstaste gedrückt halten, um das machen zu können. Und das Gleiche gilt natürlich auch, mein Lieblings-IRC-Chat-Programm WeChat benutzt halt eben auch die F-Tasten sehr stark. Und dann habe ich auch keinen Bock, dass, also die Funktionstasten, dazu gibt es die FN-Taste und das möchte ich so konfiguriert haben. Deshalb habe ich hier bei Action Keys Mode das Ganze auf Disabled gesetzt, wie man auch sehen kann. So, jetzt starte ich hier mal neu, weil irgendwas Komisches ist hier in diesem BIOS. Sobald man auf Save Changes and Exit oder Ignore Changes and Exit geht, dann startet der nicht neu, sondern lädt sofort das Betriebssystem auf der Festplatte. Und es ist in dem Fall immer noch Windows. Ich habe da jetzt noch keinen Linux draufgepackt. Ich wollte euch noch einiges zeigen und einiges herumexperimentieren, bevor ich das dann tatsächlich draufpacke. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe einfach mich so in die SSD hier mit Thunderbolt 3 Support USB-C verliebt, dass hier an der Seite rumdongelt. Das läuft so schnell und so gut, dass ich kaum einen Unterschied gemerkt habe zu dem, wie es eigentlich dann vielleicht auf der installierten SSD laufen würde. Nun ja, egal. Genug geredet. Starten wir mal neu. Ich drücke mal wieder die Escape-Taste und hoffe, dass ich in das Menü reinkomme, das Boot-Menü, und dann kann ich hier wieder, es dauert halt auch immer so ein bisschen, meine externe USB SSD auswählen und kann dann hier in verschiedene Betriebssysteme reinbooten. In dem Fall wird mir nur mein Neptun jetzt angezeigt. Wie ich das wieder hingekriegt habe, weiß ich auch nicht. Eigentlich wollte ich euch jetzt was anderes zeigen. Dann booten wir nochmal in Neptun rein und zeige euch nochmal den Fehler, den ich gemacht habe. Anscheinend. Also Neptun startet jetzt ohne Probleme. Erster Fehler beim letzten Video, glaube ich, beim ersten Unboxing hatte ich versucht, Neptun zu booten. Es hat, weil ich Neptun gerade frisch installiert hatte, versucht, eine Swap-Partition, Calamares ist da so intelligent, also der Installer, der bindet einfach alle Swap-Partitionen, die er so findet, und packt die in die FSTUB rein und hat versucht, jetzt eine Swap-Partition zu laden, die nicht existiert, weil sie auf einem anderen Notebook drauf war. Nun ja, jetzt hier mich anmelden mit meinem super genialen geheimen Passwort. Ihr seht, das läuft sehr, sehr schnell, es bootet sehr, sehr schnell, ist doppelt und dreifach so schnell wie alle meine anderen Laptops, die ich vorher hatte. Und das läuft alles hier von der externen SSD, muss man dazu sagen. Akkulaufzeit für die Leute, die es interessiert, 64%. Ich bin jetzt hier schon eine Stunde dran oder so, oder sogar zwei. Ist ziemlich gut. Muss ich aber noch mehr testen, bevor ich was sagen kann zu der ganzen Geschichte. Ihr seht, Touchpad funktioniert. Wunderbar, kein Problem. Die Maus kann ich hier bewegen, Sachen markieren, wie ihr hier seht, das funktioniert auch. Was nicht immer funktioniert, ist das Touchen selber. Also hier hat es jetzt funktioniert, aber ein Icon beispielsweise aufzurufen, das klappt nicht immer. Ich vermute, es muss noch irgendwie kalibriert werden, damit es nicht allzu empfindlich ist, damit es dann hier besser läuft.
Dazu gibt es ein Kalibrierungstool, habe ich auch bereits schon installiert, nennt sich Touchscreen Kalibrieren und das kann man dann auch ausführen, aber das werde ich später nochmal machen. Das Problem, was ich hatte, als ich Neptun dann als Booten gebracht habe mit dem standardmäßig ausgelieferten Debian-Kernel 4, auch 4.19.16, also die gleiche Kernel-Version, die auch KD Neon hatte, die ich ja auch beim Unboxing schon präsentiert habe, war, dass da Touchscreen und die Maus nicht funktioniert haben. Und das hat einfach damit zu tun, dass hier ja, der Kernel von Debian irgendwie seltsam kompiliert wird, ohne Unterstützung für Touchscreen und anscheinend auch fürs Touchpad nicht so richtig. Ich habe mir dann gedacht, ach, was soll's, packe ich mir den Mainline-Kernel von Ubuntu, baut ja Mainline-Kernel als Deb schön zusammen und die kann man natürlich dann hier auch direkt drauf packen. Und da habe ich mir das Ganze runtergeladen, den 4.20.7er Kernel, der soll natürlich dann noch mehr Speed rausholen und noch mehr Strom sparen und so weiter und so fort und noch bessere Einstellungen haben. Habe den jetzt hier draufgepackt, habe den gebootet und seitdem funktioniert mein Touchpad auch und natürlich auch der Touchscreen zum Verschieben von Fenstern und so weiter und so fort. Funktioniert auch ohne großartige Probleme. So, jetzt habe ich noch ein bisschen was Zeit, um euch zu zeigen, was ich falsch gemacht habe mit dem Bootloader, weil ich habe ja das Ganze von der externen Platte laufen. Deshalb habe ich den OS Prober hier in Group editiert. Ich hoffe, man kann das lesen. Ansonsten, ich versuche mal reinzuzoomen so ein bisschen. Ich kann es natürlich auch einfach mal größer machen. Und wie wäre es, wenn ich die Schrift mal größer mache? So, jetzt muss es aber lesbar sein. Also diese Datei habe ich editiert und habe dann einfach mir gedacht, es hat auch bei anderen Laptops wunderbar funktioniert, die haben halt eben nur SCSI-Interfaces. Und da habe ich einfach gesagt, okay, ich grabbe einfach bei den Bootloadern, weil ich nur die Partitionen und Festplatten und Systeme von meiner externen Platte haben wollte in meinem Group-Menü. Grab ich einfach nach dieser Platte. Ist natürlich blöd, wenn wir hier kein SDA haben auf dem System, sondern tatsächlich eine NVMe-Festplatte, die natürlich anders lautet hier in dem Fall. Das heißt, ich muss hier SDA reinhauen. In dem Fall, weil jetzt meine externe Platte SDA ist. Ich könnte das natürlich auch komplett wegmachen. Hier habe ich auch nochmal SDB und mache dann ein Sudo-Update-Group. Aber das geht schneller und so oft macht man ja auch kein Group-Update, nur bei einem neueren Kernel. Jetzt hat er auch Galileo und Netrunner gefunden. Dann kann ich euch jetzt mal zeigen. Es geht ja so schnell hier, das Teil, wenn wir dann mal booten in Netrunner, was jetzt Netrunner Core ist, in der 19.01er Version und mit dem auf Debian Buster, also Testing basierenden System und Kernel 4.19.16 auch ausgestattet daherkommt, werden wir sehen, dass dieser Kernel einfach keinen Support bietet für mein System. Das heißt, da haben wir es, Netrunner Core. Das müsste jetzt sogar auch booten. Muss später nochmal schauen, ob er tatsächlich die UUID hineingeklatscht hat oder nicht. Ja, es bootet und was ihr jetzt seht ist, ich kann jetzt schon die Maus nicht bedienen. Ich habe jetzt auch keine Möglichkeit hier per Touchscreen was zu bedienen. Es liegt einfach ganz daran, dass der Kernel einfach Murks ist, den Debian ausliefert. Und da würde ich das Debian-Team, wenn sie das hier sehen, darum bitten, das einfach mal hier zu fixen. Also ich kann jetzt hier mit der Tastatur arbeiten, aber ich habe keine Maus. Ich müsste dann externe Maus irgendwie anschließen und auch das Touchpad, seht ihr, das funktioniert einfach nicht. Aber ich kann wunderbar rumtippen und für die Leute, die tippen wollen im Terminal, geht das natürlich auch. Ich kann auch größer machen, hier größer tippen. Ich kriege nur, glaube ich, das Fenster nicht größer gemacht. Außer ihr kennt, warte, Alt+F3, weitere Aktionen. Vollbild, wie wär's denn damit? So. Wir haben ein Vollbildterminal hier. So, was ich euch jetzt zeigen kann, ist sudo mounten wir einfach mal dev sda 2. Das ist mein Neptun-System nach mount. Und dann zeige ich euch jetzt mal hier ein kleines Diff-Ausschnitt von der Config hier des 4.19er Kernels. Verglichen ist das ein bisschen unfair, macht aber keinen großen Unterschied. Verglichen mit dem, ich habe jetzt den
20er-Kernel hier auch wieder gelöscht, den Debian in Experimental anbietet, der ist genauso Murks. Und vergleiche das mal mit dem mit der Config des 20er-Kernels, des Mainline-Kernels mit kompiliertem Kram, diff-u, das listet mir die Unterschiede auf und ihr seht, das ist eine ganze Menge, da kann ich scrollen, bis der Arzt kommt, es ist nicht immer alles viel, aber ich grabbe das mal nach meinem dieser Touch-Anbieter hier von den und von vielen dieser Touchscreens heißt Elantec. Also grabbe ich einfach mal nach Elan und dann werdet ihr sehen, hier haben wir das Problem auch schon. Touchscreen Elan is not set in dem Ubuntu, in dem Debian kompilierten Kernel und in dem von Ubuntu Mainline kompilierten Kernel ist Config Touchscreen Elan eben als Modul kompiliert, sodass das halt auch geladen werden kann. Und Config Kit Elan ist ebenfalls als Modul mit drinnen. Das ist bei dem Debian kompilierten Kernel leider nicht der Fall, deshalb funktioniert das auch nicht. Und auch in Sachen Maus, warum das Touchpad nicht geht, vermute ich, dass das irgendwo daran wird es nicht liegen, weil das hier nur als Modul drin ist, aber an diesem PS2 Touchkit könnte es eventuell liegen. Es könnte aber auch an dem Config Maus GPIO liegen. Oder Config USB Maus ist not set. Wobei, also es ist schwer zu sagen, woran das jetzt hier alles liegt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weiß ich nicht. Es gibt so viele Konfigurationsmöglichkeiten im Kernel, dass ich das leider nicht sagen kann. Aber ja, das ist so mein aktueller Stand. Das heißt, wenn ihr den Mainline Ubuntu Kernel hier draufpacken könnt, den könnt ihr auch nicht so ohne weiteres auf den Linux, auf den Kram draufpacken, weil dieses Linux Image selber von einer Linux Base abhängig ist. Und wenn wir uns mal die Linux Base anschauen, hier bei Debian ist das Version 4.5 und die Mainline Kernels, die Ubuntu kompiliert sind, auch brauchen mindestens 4.5, aber dann noch ein Ubuntu im Namen. Da das aber komplett gleich ist, wir können ja mal reinschauen, was ist denn da in diesem Linux Base zu finden? Da seht ihr, das ist einfach nur ein paar Skripte. Linux Check Removal, Linux Update Symlinks, Linux Version. Das ist im Grunde genommen alles, was da drin ist. Ich wusste gar nicht, dass es Linux Version überhaupt gibt. Puh, also es ist im Grunde genommen alles. Deshalb kann man das einfach auch wieder rauspatchen, wenn man weiß, wie man Debian-Pakete extrahieren kann, wie man das Control-File dann editieren kann. Und also mit dpkg x entpackt man das Linux-Image, mit dpkg-e entpackt man das Debian-Verzeichnis des Linux-Package und dann kann man das Control-File ändern und dann später mit dpkg-dep-b das Ganze wieder zusammenbauen in ein Dep und dann einfach installieren. So habe ich das hier auch gemacht und seitdem läuft halt eben auf Neptun zumindest alles, was ich so brauche. So, das dazu und ich boote nochmal ins Neptun rein. Dazu kann ich einfach Neustart eintippen. Also ihr seht, KD Plasma kann man wunderbar auch nur mit der Tastatur bedienen. Das funktioniert also auch wunderbar. Escape-Taste nicht vergessen zu drücken. Und es wird wieder ein längeres Video. Tut mir leid, ich mache halt eben auch etwas längere Videos. Müsst ihr halt mit leben, ansonsten könnt ihr ja auch vorscrollen. Das sind halt so die Vlogs, die sind etwas weniger vorbereitet als meine TechView-Podcast-Shows. So, warum will ich ins Neptun reinbooten? Um euch zu zeigen, dass ihr den toll vollen Touchscreen-Support habt und dass ich das mit der Rotierung, mit der Rotation des Displays hinbekommen habe. Und das kann ich euch jetzt auch zeigen. Das funktioniert also jetzt auch mit der Rotation des Displays. Es ist hier noch nicht gemacht. Auf KD Neon habe ich es schon gemacht. Internet habe ich jetzt auch. Wonach muss man suchen? Gehen wir mal auf einen anderen Desktop. Ich habe hier auf der Neon-Partition in meinem Home-Ordner das bereits Rotate Spectre heißt das Ganze. Und da kann man einfach mal nach suchen. Mit irgendeiner Suchmaschine. Ich habe jetzt hier leider Google drauf, aber macht ja nichts. Und dort gibt es einen tollen Typen, der hat hier Rotate Spectre geschrieben. Es ist extra für die Spectre Laptops gedacht, für den Spectre X360. Ich glaube, es ist ein älteres Modell, wofür er es gedacht hat. Also
das Late 2017er Modell, also beziehungsweise 2018er Modell hat er es eigentlich gedacht für. Aber das kann man eben auch benutzen für meine Zwecke. Was ich hier mache, ist einfach, ich git-clone das Ganze. Und das habe ich hier im Grunde genommen schon gemacht. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich möchte es ausführen. Da das aber andere Bezeichner haben kann, öffne ich das mal mit dem Editor und dann werdet ihr sehen, hier sind die Bezeichner, die ihr ändern müsst. Ich denke, das ist lesbar, ansonsten markiere ich das nochmal. Also hier sind Bezeichner Touchscreen, Touchpad und Pen. Ein Pen habe ich jetzt hier nicht, deshalb brauche ich nicht einzugeben, aber einen Touchscreen und einen Touchpad habe ich und da muss ich die Bezeichner eingeben. Um an die Bezeichner ranzukommen, kann man hier X-Input eingeben und dann kriegen wir die Bezeichner gesagt. Das Synaptic Touchpad ist jetzt hier das hier und dann kopiere ich diesen Bezeichner und füge den einfach nur hier oben hinein. Das müsste jetzt der gleiche sein. Die dürften sich nicht geändert haben. Ihr seht, das ist der gleiche. Und das Touchscreen natürlich auch. Das ist das sind beides die gleichen. Das heißt, eines das oder das ist das Touchscreen selber. Und ihr seht, das ist hier auch schon mit eingetragen. Und wenn ich das eingetragen habe, das Einzige, was ich machen muss, ich kann mir den Quellcode natürlich durchlesen. Und ihr seht hier, das ist einfach nur hier ein Rotate, was gemacht wird. Eine Funktion, die einfach X-Input aufruft und dann auf das Touchscreen ein Rotate durchführt in die gewünschte Richtung, die man haben möchte. Und es liest dazu halt eben ein paar Werte aus. Das ist im Grunde genommen alles, was hier gemacht wird. Und es schaltet hier das Touchpad aus. Genauso wie die Tastatur beziehungsweise das interagiert miteinander, dass die Tastatur auch ausgeschaltet wird, sobald ich das Touchpad ausschalte. In dem Fall wird das hier auch gemacht, wenn ich halt eben in den Tent-Modus gehe. Um euch das zu zeigen, bevor ich hier wieder eine halbe Stunde Vlogging-Zeugs mache, speichere ich das jetzt mal ab hier. Und dann müsste sich ja nichts geändert haben, großartig. Und rufe einfach hier das Rotate. Ich habe, glaube ich, Python 2 drauf. Das ist ein Python 2-Programm jetzt geschrieben. Python 2 Rotate einfach aufrufen und dann merken, dass irgendwas falsch eingegeben worden ist. Screen. Der Touchscreen ist anscheinend falsch eingegeben worden. Findet also den Touchscreen nicht. Dann kopiere ich das nochmal hier und füge das nochmal in die Rotate Python Datei ein. Ich kann jetzt nicht sehen, was. Also ich sehe auf den ersten Blick nicht, wo der Unterschied sein soll. So. Ah, es sind multiple Devices drin. Das hatte ich auf Neon nicht. Also es sind zweimal die gleichen Bezeichner drin und deshalb soll ich jetzt hier to ensure, steht es auch nochmal, there are multiple devices matching this blah, to ensure the correct one is selected, please use the device ID or prefix the device name with pointer or keyboard as appropriate. Ja, jetzt wollte ich zeigen, wie gut ich bin und wie ich das hinbekommen habe. Und jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ja, das sind hier zwei Devices mit dem gleichen Kram drin. Ich soll jetzt hier. Es ist ja ein Pointer. Es sind beides Pointer. Das ist natürlich Kokolores. Kann natürlich nochmal versuchen, hier zu sagen, dass das ein Pointer ist, aber ich fürchte, ich kriege die gleiche Fehlermeldung. Genau. Das ist natürlich ärgerlich.
dass das dann nicht funktioniert. Wo scheitert es? X-Input Z-Prop. Schauen wir mal bei X-Input nach. Kann man da auch sagen? ID. Aber Z-Prop. Device Property Value. Und das Device. Was ist denn das XID? XID? Ich vermute, das ist die Bezeichnung. Aber warum ist es zweimal in der Liste drin? Macht halt auch wenig Sinn. Dann seht ihr noch Disable Touchpads. Kann man natürlich auch machen. Dann werden alle Touchpads deaktiviert und so weiter und so fort. Das geht also auch. Und jetzt... Wie würde ich das machen? Ich würde versuchen, mit der ID zu arbeiten, eventuell, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn ich einfach ID gleich 9 reinschreibe, wird er rummeckern. Da bin ich mir relativ sicher. Genau, unable to find device ID 9. Wenn ich einfach nur 9 reinschreibe... Jetzt scheint es zu funktionieren. Ah, okay. Ich kann also einfach nur 9 hineinschreiben und jetzt läuft das Skript. So, schnell debuggt, kurz auch mal live, damit ihr seht, wie sowas geht. Also mit der ID kann ich das hier auch machen. Ich kann also einfach die ID angeben. Das ist vielleicht einfacher, anstatt den ganzen Bezeichner reinzupacken. Weil der Bezeichner, naja, gut. Macht, wie ihr es wollt. So, was ich jetzt zeigen möchte ist, okay, Touchscreen funktioniert. Ich gehe mal kurz in den Tent-Mode. Das heißt... Ich klappe es um. Und was ihr dann seht in diesem Modus ist, weil ich zu langsam bin, dass er tatsächlich rotiert hat, weil es ja jetzt eigentlich auf dem Kopf steht. Und jetzt habe ich hier weiterhin die Möglichkeit, mit dem Touchscreen das Ganze zu bedienen. Aber wenn ich hinten jetzt versuche, auf der Tastatur was einzugeben, passiert nichts. Das Gleiche passiert natürlich auch, wenn ich in den Tablet-Modus reingehe, komplett das Ganze jetzt also wirklich so halte, kann ich hinten drauf drücken, ihr hört es vielleicht oder auch nicht, aber ich drücke jetzt auf die Tasten, es passiert einfach nichts. Das Gleiche ist mit dem Touchpad, das ist komplett deaktiviert. Bin gespannt, was passiert, wenn ich so rumdrehe. Ja, es dreht sich also auch mit, wenn ich es im Hochformat habe und natürlich im Querformat. Das heißt, es dreht sich mit, so wie ich es haben möchte. Und so habe ich es dann auch im Tablet-Modus und kann mir jetzt zum Beispiel dann auch einfach sagen, ich möchte mir Videos anzeigen. Wenn ich Videos drauf hätte, könnte ich jetzt hier einfach sagen, okay, ich kann mir Videos anschauen, aber Dokumente, da habe ich irgendwas drauf. Das ist dieses Video, was ich geschnitten habe hier. Das müsste dann doch unter Videos auftauchen, genau hier. Und da kann ich mir einfach sagen, das Video will ich anschauen und kann mir dann das Unboxing-Video anschauen von meinem Spectre hier im Tablet-Modus. Das heißt, das funktioniert auch wunderbar. Ja, das ist eine gute Sache. Also ich habe im Grunde genommen jetzt ein vollwertiges System. Musste ein bisschen was Hand anlegen, damit das funktioniert hier mit dem Rotate. Das ist einfach nur ein Skript ausführen. Das läuft jetzt hier im Hintergrund. Das kann ich mir einfach in den Autostart legen und habe dann hier ein vollwertiges Teil, das genauso läuft wie eben auch Windows auch, wie man es gewohnt ist. Das Einzige, was nicht funktioniert, was hier eine Maus simuliert, ist natürlich hier, wenn ich einen Stift hätte und damit arbeiten wollen würde, glaube ich, müsste ich noch mal irgendwie Hand anlegen an der ganzen Geschichte. Ansonsten, ja, ist das jetzt ein vollständiges Tablet und ich glaube, ich werde jetzt eine Runde Netflix schauen. Ja, das war's für diesen Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.